Ja Leute, heute habe ich gedacht, machen wir mal einen kleinen Videoblog, also einen Vlog. Noch ist es ruhig. Noch da ist das Opfer. Für heute. Ausfindig gemacht. Kriminellen unter sich. Ta-ta-ta-ta. Moin! Moin! Schön! Ich hab gedacht, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was noch zum Tätowieren gerade. Ja, vielleicht interessiert euch das Ganze ja. Fände auf jeden Fall cool, wenn ihr sagt, dann mal so ein Rundum-Video irgendwie mit so ein bisschen Vorgeplänkel, ein bisschen Späßiges unter Tätowierern und Tattoo-Begeisterten. Gefällt euch ganz gut, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt, gerne auch, damit ich so ein bisschen weiß, ob ich da demnächst nochmal die Kamera draufhalte oder ob ich dann besser andere Videos mache. Hier an der Stelle seht ihr also ein guter Freund von mir, der Tim, seit Jahrzehnten Tätowierer, keiner Typ. War bei ihm schon unter der Nadel, er bei mir unter der Nadel. Ansonsten, ja, hier, das Tattoo an sich soll halt so ein schöner Chicano-Schriftzug werden, ja. Schöner Schriftzug, Chicano-Style, alles mit fetten Lines und schönen weichen Schattierungen. Der Bauch ist aber auch nicht ohne, ja, muss man sagen. Also, der Bauch ist schon eine schmerzhafte Sache. Ich ziehe zweimal Outlines. Na, 13er Turboliner von Quadron, um da so ein bisschen, eine ganz, ganz fette Line später daraus machen zu können. Denn man darf nicht vergessen, man bekommt halt so eine dicke Line gar nicht. Ne? Also es gab mal so eine RS 88, glaube ich, also 88er Round Shader, die hätte man vielleicht dafür nehmen können, aber das ist Quatsch. Ne? Für das Never oben, ja, da habe ich natürlich eine feinere Nadel genommen, denn das ist auf jeden Fall ein feiner Schriftzug später. Das ist wieder komplett gefüllt, die Fläche davon. Das müsste eine 5er Straight Roundliner gewesen sein, die ich da genommen habe, um die Outlines damit zu ziehen. Ja, und die 13er Turboliner auch, obwohl das eine fette Nadel ist, geht gut auch ins Bauchfleisch rein, was ihr hier seht. Ja, gut abgehangen, der junge Mann. Und auf jeden Fall. War das Tagesziel, eigentlich wollten wir das Ding fertig kriegen, aber ihr werdet gleich sehen, das Ziel haben wir leider verfehlt. Ne? Wie gesagt, beim Doppeln, so gibt es nicht viel zu sagen. Das ist alles anstrengende Arbeit, wie ich finde, bei Schriftzügen generell. Ja, bin ich nicht der Riesenfan von, aber wenn Schriftzüge, dann sowas, das ist meine Welt dann. Ne? Wenn man so damit arbeiten kann, finde ich ganz geil. Ja, also richtig cool. Immer. Und wir haben uns geschworen, wir werden niemals wie sie, jetzt oder nie, stehen oder knien. Wir haben so viel gemerkt, da waren wir noch so klein, wir wollten schon immer anders als die anderen sein. Wir sind fast immer blutverschmiert, weil wir uns ständig tätowieren. Es lag in unserer Wiege, kein Trend wie bei so vielen. Wir haben so viel gemerkt, da waren wir noch so klein. So, die erste Sitzung ist zu Ende. Wie geht's dir? Super. Ich fühle mich super. See you soon in a few weeks. Yes. Ein Test quasi, ne? Quasi. Dein Ohr habe ich drauf. Hä? Dein Ohr habe ich schon mal drauf. Ja, klar, Alter. Hä?
Platz hat. Mein Rechner guckt immer so ein Stückchen hier raus. Ja? Weißt du, komisch aus. Warum ist denn hier alles nass, Alter? Hä? Warum ist denn alles nass? Ist das dein Angstschweiß oder hast du da Pipi gemacht? So, Tim, wir haben eine. So, du hast beim letzten Mal abgebrochen. Radikal. Abgebrochen. Ich hab. Also, die Leute fragen sich halt, warum? 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 Ja. Warum? Also wehgetan hat ja nicht. Ne? Wir haben ja. Wir haben ja. Es hat ja nicht wehgetan. Also wir werden da eine kleine Sequenz mal einblenden. Nichts Neues. Guck mal, da sind wir alle drauf. Ich grüße euch. Warum haben Sie letztens einfach aufgehört? Er kann nicht filmen. Bleiben Sie mal bitte hier. Bleiben Sie mal bitte hier. Komm hinterher. Was sagen Sie dazu? Ich möchte von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das Zeugnisverweigerungsrecht? Ja. Ja, mein Zeugnis, meine Rechte. Mein Zeugnis muss ich auch noch verweigern. Ja, dann haben die verweigert. Ja, wenn Sie auch morgen wieder einschalten, um 21 Uhr, so zerbröselt der Gegner. Aha. Alter! Was denn? Ist doch gar nicht so schlimm. Ich wollte nur gucken, ob du. Weil der Geilste ist. Du musst du die Einstellung machen wegen den Tränen. Vorne die Linse immer so die YouTube. Weißt du, ich wollte nur eine perfekte Einstellung finden wegen den Tränen leicht. Guck mal, was sehe ich. Hallo meine lieben Freunde, hier tätowieren heute den Tim ein Bäuchlein. Freut euch alles so wie ich? Ja! Du dich auch, Tim? Yeah! Ja, dann sind wir hier in der zweiten Sitzung mit dem Tim, ja. Ja, ich hatte bei der ersten geschafft, halt alles allein vom Enough zu doppeln, bis auf das H, da hat er dann abgebrochen. Da war dann irgendwie, war der Tank leer, ja, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und bei Never habe ich auch die Outline schon gezogen, musste nur die fetteren Sachen, sag ich mal, schwärzen. Und hier habe ich dann mit der Mastarcher S gearbeitet, so auch bei Roundabout 9 Volt und einer 9er Straight Magnum. Denn die Lines von Enough, ja, die sind in der Tat so breit wie eine 9er Magnum. Ja? So haben wir das vorher ausgearbeitet, so ein bisschen. Vielleicht minimal Spiel noch drin, aber fast so breit wie ein 9er Magnum, ja. Dass ihr schön wirklich eine richtig, richtig fette Line habt. Und da soll dann später halt noch eine schöne, ja, sanfte Schattierung drumherum, ja, um die Lines. Um das Ganze ein bisschen noch cooler aussehen zu lassen. Ansonsten, das Never wird komplett gefüllt oben, ja, das ist ja ein bisschen feiner gestaltet, die Schrift, also nicht ganz so fett, sondern für so einen großen Schriftzug würde ich sagen, ist es fein. Da fülle ich auch mit der Magnum einfach auf und ziehe nochmal mit der Liner so ein bisschen ein paar Sachen nochmal nach, weil hin und wieder gab es dann mal so die eine oder andere schwere Zuckung des Kollegen und dann muss das natürlich so ganz leicht noch korrigieren an der Stelle. Ne? Ja, aber auch hier kann ich sagen, wird das Spiel nochmal fortgesetzt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Teil.